Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so eine kleine Folge von meinem Waste of Money Videos präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold raushauen, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen Gold rausgehauen. Und ja, für was ich wie viel ausgegeben habe, will ich euch jetzt gleich mal zeigen. Als allererstes habe ich ein wenig Gold gewastet. Danke Stefan fürs Subscriben. Einmal für ein Achievement. Und zwar heißt das Drakonischer Meister aller Klassen. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Berufe auf Maximum hochbasteln. Und zwar, das sind die ganzen Dragonflight-Berufe. Und ja, ich habe das natürlich mit meinem Main am Anfang der Expansion schon gemacht. Hier mit ja, einmal Schmied bzw. Lederer habe ich auch auf Maximum hochgeballert. Und jetzt habe ich das mit den anderen Berufen auch noch angegangen. Einige davon hatte ich schon so auf 50, 60, 70, sowas um den Dreh rum. Da kann man ja auf den Skill mit relativ wenig Gold einfach hochskillen. Die anderen hatte ich dementsprechend ja nicht ganz so hoch gehabt. Also ich glaube, jetzt muss ich mir überlegen, VZ war glaube ich noch ein bisschen niedriger und so, aber die meisten waren so auf 60, 70. Und jetzt habe ich die restlichen Skillpunkte noch hochgebastelt. Hat mich einiges an Gold gekostet. Zum Teil ging es über Cooldowns, warum, das hat jetzt dann alles ein bisschen länger gedauert, aber das meiste habe ich über Gold gelöst. Ich habe jetzt auch, glaube ich, zwei oder dreimal den Dunkelmond-Jahrmarkt mitgenommen, also ich habe schon versucht zu sparen. Und ich kann euch in meiner Tabelle jetzt mal zeigen, wie viel ich für was ausgegeben habe. Schneider ging eigentlich, da habe ich jetzt 66k noch ausgegeben. Wie gesagt, ich habe da auch schon ein bisschen was investiert. VZ war ziemlich teuer, da habe ich jetzt nochmal 286.000 ausgegeben. Inschriftenkundler war auch teuer, 256.000. Für den Lederer und Schmied, die hatte ich schon oben, aber ich habe mir noch Berufsausrüstung gebaut, die noch ein bisschen besser ist. Und zwar hat mich das 153k gekostet, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt einmal hier in Schmied reingehen, achso, da vorne ist die Berufsausrüstung. Seht ihr, habe ich mir, nee, das ist jetzt Lederer, ne, habe ich mir jetzt hier halt geguckt, dass ich eine Rang 5 Berufsausrüstung habe mit Inspiration. Dann hier auch einen Rang 5, die konnte ich mir alle selber bauen. Bei dem einen hat es leider nicht gereicht, dass ich mir selber auf Rang 5 bauen konnte, aber zumindest auf Rang 4. Und bei Schmied habe ich mir quasi hier diesen epischen Hammer gebaut, auch Rang 5, das auf Rang 5 und das konnte ich mir leider noch nicht auf Rang 5 bauen. Also alle diese Sachen kann ich tatsächlich selber craften. Und ja, dafür habe ich jetzt noch ein bisschen Gold ausgegeben. Das waren fast alle Sachen über Procs, weil ich nicht auf Berufswerkzeuge geskillt bin. Deswegen hat mich das einiges gekostet. Dafür konnte ich es halt ein bisschen selber basteln, genau. Dafür haben wir dann auch nochmal einiges rausgehauen. Alchi war relativ günstig, 33k. Juve hat auch nur 29k gekostet. Und Inji waren es 214.000. Das hier zusammen sind etwa 1 Million. Ein bisschen mehr als 1 Million tatsächlich, also allein da schon haben wir dieses Threshold, was ich hier immer gucke, so um die Millionen pro Waste-Video rauszuhauen, erfüllt. Und dann habe ich aber noch für ein paar andere Sachen was ausgegeben. Und zwar, wenn wir weiter unten gucken, ich habe noch 77.000 für Shadowlands Temok-Zeug ausgegeben. Und zwar, das sind diese Legendary Piece-Teile, die habe ich auch aktuell mit dem Maha, das ist, Moment, da haben wir so ein Gestuff. Ne, da kann man jetzt aktuell, da man ja weiße und graue Sachen Temoggen kann. Dementsprechend das Temog aus, ich meine, den Sylvanas Raid bekommen, also Sanktum der Herrschaft. Und ja, da gibt es halt alle möglichen Teile, ne? Leder, Kette, Stoff und Platte. Und die meisten habe ich mir auch selber gecraftet, musste aber dafür halt auch ein bisschen Gold auf den Tisch legen. Aktuell verkaufe ich die tatsächlich auch wieder im Auktionshaus. Die, ja, gehen jetzt nicht super duper weg, aber sie, es kaufen schon Leute das Zeug und dementsprechend kann man da auch ein bisschen Gold mitmachen. Ihr seht hier, habe ich ein paar von den Sachen verkauft. Das sind halt Rang 1 Dinger, ne? Also muss ja nicht Rang 4, 5, 6, 7 oder was bauen, sondern Rang 1 reicht und kann sich dann halt dementsprechend das Thema holen. Dafür sind, wie gesagt, auch nochmal 77k rausgegangen. Dann habe ich mir einen Haufen weißes und graues T-Mog aus Maha gekauft. Und zwar, ich würde jetzt schätzen, es sind insgesamt 3.000, 4.000 weiße und graue T-Mog-Sachen neu ins Spiel gekommen. Beziehungsweise die sind eigentlich nicht neu im Spiel, sondern die gibt es schon seit der jeweiligen Expansion, also von Classic bis jetzt halt Dragonflight einschließlich. Aber man kann sie ja jetzt halt benutzen, um sie quasi das T-Mog zu lernen. Und da habe ich jetzt im Aha einiges gekauft. Hauptsächlich habe ich halt auf verschiedenen Servern hier mit meinem Addon gescannt, und zwar Collectonator. Da kann man ja immer sich die Sachen rausfiltern, die man noch braucht.
Und ich habe am Anfang alle Sachen bis 100 Gold gekauft. Dann habe ich die ganzen Sachen bis 200 Gold gekauft. Also die erste Woche alles bis 100, dann in den nächsten Tagen bis 200. Dann immer ein bisschen hochgegangen. Aktuell kaufe ich eigentlich so alles bis, ja, so 500 Gold rum. Ich habe jetzt, glaube ich, ich würde jetzt mal schätzen, 1000, 2000 Items mittlerweile schon rausgekauft. Und dafür insgesamt hier die 152k bis jetzt ausgegeben. Durch die Methode, dass ich das jetzt so ein bisschen gestreckt habe, über fast jetzt einen Monat, vier Wochen sind es bald schon, wo ich das mache, habe ich, denke ich mal, eine ziemlich große Menge an Items für wenig Gold gekauft. Das geht aber auch nur, weil ich auf, ich glaube, 7 Reams habe ich jetzt immer gescannt und halt wirklich jeden Tag gescannt und mir halt bis zu meinem gewissen Threshold die Items gekauft. Jetzt sind meist, auf den meisten Servern, sind jetzt noch so 100 bis maximal 200 Items drin. Davon sind zwischen 60 und 100 aktuell Items, die, ja, die mir vorher auch schon gefehlt haben. Also grüne, epische, blaue und solche Sachen. Und meistens so zwischen 50 und 100 graue Sachen. Also ich bin schon relativ gut dabei. Klar sind es noch mehr als diese 50 bis 100 grauen Items. Aber nicht alle Items sind auf allen Servern immer auch drin. Ne? Das ist so ein bisschen, rührt ein bisschen davon. Aber wir können das einmal im Dings gucken. All the Things, was das jetzt noch sagt. Wie gesagt, am Anfang waren es, glaube ich, 3.000, vielleicht 4.000 Items, die bei Grau drin waren, beziehungsweise Weiß. Und jetzt seht ihr hier, wenn man reingeht bei Weltbeute, da sind eigentlich diese ganzen Items drin. Und da seht ihr, ah ne, warte mal, das sind sogar, das ist ein anderes hier. Ne? Da sind jetzt zum Beispiel viele von diesen Items noch drin, die mir fehlen. Das ist quasi eine komplette Auflistung von den Sachen aus Shadowlands oder aus BFA und das sind jetzt noch 450, ne? Das müssten eigentlich alle sein, die mir noch fehlen. Also, ja, über 2000 Items habe ich mir bestimmt schon zusammen gekauft. Gut, so viel dazu. Und dann gucken wir mal weiter, was dann noch offen ist. Ich habe mir ein Item gekauft aus Mythic SOD. Das ist, glaube ich, auch der Sylvanas Raid. Und zwar für 10k, da habe ich einfach zuschlagen müssen, war relativ günstig. Dann habe ich nur 60k ausgegeben, um Gimchars zu gieren. Und zwar bin ich gerade aktuell so ein bisschen dabei, in unter anderem Shadowlands so ein paar Rares zu farmen, unter anderem im Serra Mortis. Und ja, da habe ich meinen 70er Chars, die ich über Pet Battle gelevelt habe und die dementsprechend kein Gear haben, so ein bisschen Gear gekauft. Das summiert sich tatsächlich auf, ne? Hier 1000, da 1000, da 3000 für ein Item. Halt dieses 343er Gear. Ist nicht sau teuer, aber wenn man halt von 200er Item Level dann auf 343 kommt, das macht schon einiges aus. Ne? Dann killt man natürlich den ein oder anderen Rare deutlich schneller, vor allem in Serra Mortis, wo die dann 1, irgendwas Millionen Leben haben. Habe ich ein paar Chars gegeert, dass das ein bisschen angenehmer geht. Und das letzte, was ich mir noch gekauft habe, ist ein Item, was man usen kann. Extrakt der urzeitlichen Beschwörung schimpft sich das. Und mit dem kann man sich ein Toy holen. Das wurde jetzt erst letztens quasi rausgefunden. Das ist dieser Stuff hier. Das kann, glaube ich, ein VZ herstellen. Und wenn man das einsetzt, dann kriegt man den Buff. Und der Buff, wenn man die quasi Qualität Stufe 3 hat, also auf Gold, dann hält der Buff 20 Minuten. Und um das Toy zu kriegen, was ich haben möchte, muss man den Buff insgesamt auf einem Chart 360 Minuten drauf haben, also heißt 18 mal die höchste Qualitätsstufe, also Rang 3, dann hat man halt diese 360 Minuten den Buff und dann gibt es halt ein Toy und dafür habe ich halt auch nochmal jetzt einiges an Gold ausgegeben. Ich kann euch mal zeigen, welches Toy das ist. Das ist das hier, hat auch zufällig das gleiche Symbol, die Quintessenz und ja, da bin ich so ein bisschen dran. Und dafür, warte mal, jetzt gucken wir nochmal, was wir ausgegeben haben. 29k für alle von den 18 Dingern. Hat mich, glaube ich, 1500 pro Teil gekostet. Mattkosten sind, glaube ich, 1100 aktuell. Also klar, die Leute fürs Herstellen und Einstellen haben sie jetzt noch ein bisschen Cut gemacht. Also ich hätte es mir auch selber craften können auf einem anderen Server. Der hätte ich mir aber, glaube ich, dann nur Rang 2 bauen können. Und naja, gut, sei es drum. Gut, dann schauen wir, was wir insgesamt rausgehauen haben. Also hier für das Berufezeug zum Level, fürs Achievement so um die Millionen. T-Mog auch nochmal so 200, irgendwas 1000 und dann noch den Rest hier für dieses Kleinviehzeug. Insgesamt habe ich jetzt 1,3 Millionen rausgehauen, 1.365.000 um genau zu sein. Und ja, die Nachkommastellen, die habe ich jetzt mal auf- und abgerundet. Wir rechnen hier quasi nur komplett in 1000er Stellen. Gut, das war's soweit.
Das sind so die Ausgaben. Mit Berufen bin ich jetzt zumindest vom Skillen soweit durch. Was ich aber noch brauche, sind bei einigen Berufen Erstherstellungsgeschichten. Ne? Da geht noch ein bisschen was drauf. Und was auch noch relativ teuer werden wird, sind Rezepte. Es gibt jetzt einige Rezepte. Ah, okay, also hier mit meinem Main sind aktuell keine Rezepte drin, aber vor allem bei VZ und Juve gibt es teilweise Rezepte, die 500.000 bis 1 Million kosten. Also jetzt zum Beispiel diese eine Halskette, ne, die ich mit meinem Main anhab, hier die hier, Inventarschleife. Das Rezept auf Lothar, das kostet so viel Gold. Also da werde ich jetzt aktuell noch ein bisschen warten und ein paar, wie gesagt, VZ-Rezepte sind ähnlich teuer. Das sind hauptsächlich die Rezepte, die man von diesen, von diesen Elementarinvasionen kriegt. Da gibt es ja immer so Elite oder Rares und die droppen zu einer absurd kleinen Chance diese Rezepte. Also muss ich mal gucken, ob ich die nur irgendwo günstig schieße oder ob wir da demnächst nochmal richtig viel Gold reinwasten werden. Gut, für das Waste-Video dachte ich aber, sind wir jetzt erstmal durch an der Stelle. Es war jetzt schon einiges, was ich jetzt die letzten paar Wochen quasi rein investiert habe. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Waste-Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.